Hallo ihr Lieben, hier zur dritten Folge der vierten Staffel von X4. Ja, weiter geht es. Wir haben mittlerweile 14,9 Millionen Credits. Dank meiner fleißigen Schiffe, die hier herumwuseln. Wir werden da auf jeden Fall auch mal gleich schauen, wer jetzt mittlerweile was macht. Aber erstmal, ihr Lieben, möchte ich mich bei euch bedanken für eure ganz tollen Kommentare unter meinen letzten Videos. Ihr habt mir einige Hinweise gegeben, was ich machen könnte. Und ich konnte zum Teil davon auch schon was verwenden und umsetzen. Also nochmal echt Dankeschön und ich freue mich wirklich darüber, wenn ihr mir schreibt. Also passt mal auf, erstmal zum Problem hier mit dem Fliehen meiner Schiffe. Wir schauen mal hier zum Beispiel in meinen Unihändler 1 kurz rein. Hier bei den Einzelanweisungen. Da hatte ich nur auf Fliehen gestellt bei Standardantwort auf Angriff. Aber es gibt hier natürlich auch noch den Piratenüberfall. Und da sind die ja am meisten betroffen, die Händlerschiffe. Und hier muss natürlich auch Fliehen rein. Bei einigen Schiffen habe ich auch mal hier die Option Fliehen und Lasertürme platzieren eingestellt. Allerdings konnte ich jetzt noch nicht beobachten, dass diese auch ausgelegt werden. Ja, die haben aber auch Lasertürme einstecken. Also keine Sorge, das habe ich nicht vergessen. So, und dann musste ich hier aber für manche Schiffe eine Sperrliste erstellen und zwar für Feinde. Denn hier gerade meine Containersammler Gizufune, die das Fliehen drin hatten, hatten nichts Besseres zu tun, als nach grausamer Vorstoß zu fliehen. Und dann haben sie natürlich ein bisschen komisch geguckt, als sie hier drüben waren und auf unsere Freunde hier getroffen sind, ne? Aber die haben es Gott sei Dank wieder zurückgeschafft, also kein Problem. Aber die haben jetzt trotzdem Verbot, darüber zu fliegen. Also ehrlich, flieht man gleich mal ins Feindesgebiet, ganz toll. Dann habt ihr mir noch den Tipp gegeben, dass meine Containerschiffe ihr Inventar per Wiederholungsbefehl im Hauptquartier ablegen können. Genau, das habe ich natürlich auch gleich ausprobiert und ich finde das echt klasse, gerade wenn man mehrere Containersammler hat, können die das immer hier ablegen und machen dann direkt weiter. Ja, ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe. Übrigens habe ich hier einen zweiten Kontakt, weil ja hier so viel los ist. Huch, ach nee, ich ziehe mal irgendein Schiff hier weg, oh, das gibt's doch nicht. Oh, ja komm, dann fliegt er extra hin. Ey, geht euch das auch immer so, dass ihr hier auf der Karte lang schwabbelt und dann auf einmal hier irgendwie dran rumzieht, was ihr einstellt? Ich finde das furchtbar, echt, das mache ich so oft. Okay, das dazu. Ja, was wollte ich euch sagen? Ich habe hier auch Containerschiffe eingesetzt und zwar kleine, schnelle. Das sind, glaube ich, hier von den Paraniden, diese Speerschiffe. Ich zeige euch das mal eben schnell. Das müssten Pegasus-Schiffe sein. Pegasus Speer habe ich dafür genommen. Also schnelle Schiffe. Genau. Die sammeln jetzt hier auch Container. Da habe ich zwei Stück. Da kommt einer gerade zurück. Oh, der hat Schaden. Ich muss sagen, bei den kleinen Schiffen ist halt wirklich das Problem. Gerade wenn irgendwo viele Zehnern sind. Hier wird er gleich wieder Probleme bekommen. Genau, dass die echt schnell kaputt gehen. Und mir sind auch schon einige kaputt gegangen. Hier oben habe ich das Ganze auch gemacht. Die liefern auch ans Hauptquartier. Wobei ich mir noch einen Nemesis-Containersammler gegönnt habe. Ich habe eine preiswerte Nemesis gekauft. Die habe ich mit den Argonen-Antrieben schneller gemacht. Und die hat dann noch Terraner-Schilde bekommen, genau. Und die macht das einen Ticken besser als die kleinen Schiffe. Weil hier sind mir definitiv schon welche kaputt gegangen. Gerade wenn viele Zenon durchbrechen an so einer Verteidigungsstation und die alle auf einmal schießen und der sammelt hier gerade Container, dann ist das doof. Ich zeige euch das mal hier an der Nemesis. So, Informationen, falls ihr das auch machen wollt, aber noch nicht gemacht habt. So, ich habe das im Prinzip jetzt hier so gemacht, Wiederholungsbefehle eingeschalten. Dann Container einsammeln habe ich ein paar Mal gemacht, hier 6 Mal. Genau, weil wenn ihr das nur einmal macht, dann sammelt die irgendein Container oder kurz nur und fliegt dann immer direkt zu eurem Hauptquartier. Das wollte ich jetzt nicht, ich wollte, dass das Ganze ein bisschen länger dauert. Genau, dann lasse ich die kurz hier andocken. Das habe ich vorher auch immer schon so gemacht, das gefällt mir irgendwie. Genau, dann sammelt sie wieder Container, dockt hier nochmal kurz an, also jetzt kleine Pause sozusagen, weil hier liegen ja auch nicht immer permanent Container rum. Dann sammelt sie wieder Container. Und zum Schluss sage ich noch Inventar ablegen und dann fliegt das Schiff zu meinem Hauptquartier, legt die Sachen ab und fliegt wieder zurück und beginnt hier von vorne. Oh nein, oh, wer macht hier? Oh, Containersammler, ein zweiter Kontakt, ich hab's gesagt, ne? Hallo Partner. Hallo Partner, hallo Dell. Ja, okay, passt auf. Der flieht aber, der flieht jetzt recht gut, schaut mal. Aber den müssen wir, glaube ich, mal zur Reparatur schicken. Ja. Also ich würde empfehlen, nehmt vielleicht ein bisschen größeres Schiff. Also Nemesis ist gut, die ein bisschen aufwerten mit besseren oder schnelleren Antrieben. Und dann ist die fast so gut wie so ein kleines Schiff.
Die fliegt auch recht schnell. Genau, und Inventar ablegen. Wo ist sie jetzt hin gerade? Da ist sie. Mach dir hier drüber. Hier, Inventar ablegen. Also Rechtsklick drauf und Inventar ablegen. Ja, richtig cool, das wollte ich euch zeigen. Und die Credits, die kommen hier mittlerweile echt gut rein. Manchmal stehen hier oben auch so 500k-Werte oder 700k, da freue ich mich natürlich. Und das Ganze klappt gut. In Argent Prime habe ich übrigens die ganzen Miner wieder abgezogen und mit zum Asteroidengürtel gemacht. Wo sind sie? Genau, die sind jetzt alle hier und verkaufen ausschließlich momentan bei den Terranern. Und Argent Prime hat aber zwei Händler bekommen, die allerdings nur mit den Argonen handeln dürfen. Das habe ich hier. Genau, hier sind die zwei. Die dürfen nur in argonischen Gebieten handeln. Da möchte ich ja unbedingt irgendwann Level 30 haben, damit wir das Ganze wieder mit den Schwarzmarkthändlern machen können, ne? Ich zeige euch das mal eben. Das habe ich hier so gehandhabt über die Einzelanweisungen auch. Ach, seht ihr, der hat übrigens hier Fliehen und Lasertürme. Und Sperrliste 2 Argonen. Also die dürfen nur mit argonischen Fraktionen handeln sozusagen. Und das klappt sehr gut. Schaut mal, der bringt auch gerade was weg. Veredelte Metalle. Oh ja, wie schön ist das denn? Also das funktioniert alles echt soweit. Habe ich sonst noch irgendwas anders gemacht? Entdecker, die decken hier momentan die terranischen Gebiete auf. Da sind wir jetzt hier auch schon beim Mond. Oh, hier ist eine Werft. Klasse. Jetzt haben wir hier schon bei den Terranern die Werft und das Raumdock. Das funktioniert auch. Genau, dann habe ich hier die Miner halt, sonst ist nicht so viel mehr zugekommen. Und ich habe mir ein TP-Schiff, die werde ich auch ganz groß anlegen später. Einfach ganz preiswerte Schiffe, die bei den Managern andocken. Hier zum Beispiel bei dem Raumdock von den Boronen, dass wir uns später mal überall erstmal schnell hin teleportieren können. Ja, genau, das habe ich gemacht. Wir schauen jetzt mal eben noch schnell hier ins Inventar. Wer wird angegriffen? Ach so, autonome Notfalldrohne. Zweiter Kontakt. Ja, ich sag's euch, hier ist was los. Und komischerweise, schaut mal, wie viele Zehner hier einfallen, ne? Oh, das könnte gleich echt wieder hier Stress geben mit meinen Containersammlern. Ich bin auch wirklich froh, wenn wir irgendwann L-Schiffe haben. Aber das ist echt noch ein langer Weg jetzt bis dahin. Ist echt was los, seht ihr das? Liegt ein kaputtes K rum. Woher kommen die eigentlich? Eigentlich brechen die doch bei mir gar nicht so krass durch. Von hier oben. Ich glaube, hier unten waren auch mal Xenon-Sektoren, oder? Letzte Grenze, aber der ist momentan neutral. Echt gute Frage. Ja, wir schauen mal schnell rein hier ins Depotlager. Und ihr seht, hier wird das Ganze dann abgelegt von den Containersammlern. Und richtig klasse. Okay, also schaut mal hier. Programmierbare Feldmatrix, haben wir 46 Stück. Ey, wollen wir noch schnell ein bisschen was verkaufen gehen, weil ich möchte gerne gleich noch ein paar Energiezellen mit euch ans Hauptquartier bauen. Kommt, dann nehmen wir uns mal. Ja, komm, wir nehmen uns 40 raus, oder? Wollen wir 40 rausnehmen? Ja. Und schaut mal, Raumfliegeneier 197. Das sind alles meine. Oh, schade, dass jetzt keine 200 drinne liegen. Ja. Und hier so Seminare bekommt man auch ab und an. Die nehme ich auch gleich mal mit raus. Ich denke, ich nehme erstmal das. Haben wir sonst noch irgendwas ganz viel? Nee, hier Handelsgüter. 812 mal dieses hier. Das können wir auch gleich nochmal mitnehmen. Ich nehme erstmal die drei Sachen mit. Wir verarbeiten schnell die Raumfliegeneier. Und dann können wir was ans Hauptquartier anbauen. Und da machen wir noch ein bisschen mit der Mission weiter. Würde ich sagen, das ist doch ein Plan für diese Folge, oder? Oh, es macht Spaß. Wie schön. Ach so, wisst ihr was? Ich bin hier letztens lang gelaufen. Und habe hier einen Boronen gesehen. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Wollen wir mal ganz schnell schauen, ob ich den hier nochmal sehe? Hier sind irgendwie alle Völker vertreten. Finde ich mega cool. Da ist doch einer, oder? Oh, schaut mal. Wie cool ist das denn? Wo kommen die her? Hier, schau mal. Wie heißt du? Bolodu. Hallo, Bolodu. Hallo. Hallo. Ich habe Boronen auf meiner Station. Wie cool ist das denn bitte? Und wer bist du? Funfili. Hallo. Kann ich helfen? Nee, ich wollte dich nur anschauen. Ma'am. Ja. Ey, richtig klasse. Müsst ihr mal bei euch schauen, ob ihr auch welche habt. Finde ich toll. So. Okay, dann gehen wir nochmal schnell zum Händlerbereich. Oh, das sieht hier so gut aus. Hier haben wir natürlich den Hafen direkt dran, ne? Und hier ist unsere Admin-Station. Ja, cool. So, dann flitzen wir nochmal schnell hoch und machen uns noch ein paar Millionchen.
Ja, Kristalle sammeln war ich auch zwischendrin, aber man findet ja leider immer nur einmal einen guten Kristall. So, passt auf. Raumfliegen. Ah ja, machen wir erstmal den Kaviar. Siebenmal. Oh, wie cool ist das denn bitte? Gegenstand herstellen. Und die Feldmatrix können wir so direkt verkaufen. So, dann handle ich mal mit dir. Hallo, du. Kann ich helfen? Ja, dein Bitte Angebot sehr. bitte. Und du kriegst meine Raumfliegeneier. Nee, die nicht. Du kriegst meine Feldmatrix und das Kaviar. Raumfliegenkaviar, sag mal. Nimmst du das gerade nicht? Ach, da steht's doch, meine Güte. Okay. Oh, diesmal nimmst du ein bisschen mehr dafür. 14 Millionen, ich werd verrückt. Oh, ey, es wird. Irgendwann sind Viel wir Glück wieder da draußen. reich. 30 Millionen haben wir in Folge 3, das passt ja. Perfekt. So, ich habe mich mal ans persönliche Büro gestellt, damit wir nicht die ganzen Stationsansagen anhören müssen. Ich würde ganz gerne jetzt schon mal anfangen, ein paar Energiezellenproduktionen ans Hauptquartier zu bauen. Das wäre nämlich nochmal eine schöne Einnahmequelle, so eine passive für zwischendurch. Ja, wir müssen jetzt erstmal ganz viel Credits generieren, gerade weil wir hier auch irgendwann mal den Sektor hier brauchen. Hier möchte ich ja gerne abbauen und hier unsere Riesenproduktion irgendwo hinbauen. Ne? Das müssen wir auch irgendwann mal machen. Aber ich denke mal, da möchte ich schon ganz gerne noch irgendwie ein Großkampfschiff mehr haben. Obwohl wir es rein theoretisch auch mit der R-König und mit der Osaka machen könnten. Wir könnten uns ja auch ein paar kleine Jäger noch dazu holen. Wir müssen mal schauen, wie wir das machen. Es eilt ja nicht, ne? Wir bauen uns jetzt erstmal ein paar Energiezellen hier dran. So, passt auf, Bauplanen. So sieht es momentan aus. Also viel ist hier noch nicht. Zu viel dürfen wir jetzt aber auch nicht ausgeben. Auf jeden Fall brauchen wir ein Dock. Wir brauchen eigentlich auch ein großes Dock. Das würde ich schon mal ganz gern hier bauen. Ja, wie macht man das? Da ist der Highway jetzt momentan. Davon möchte ich später auch mal mehrere haben. Ich werde mal mir ein Dock hier schon mal Ich hinsetzen. warte darauf, dass Sie mir sagen, abzudocken. Ja, warte mal noch kurz, ne? Ich würde sagen, wir machen das hier unten hin. Oh, wisst ihr was? Hier unten könnten wir denn so einen richtig großen Containerbereich auch machen. Weil mit Energiezellen möchte ich hier zumindest auch später mal eskalieren. Und wenn wir das später mit diesem Pilotentraining machen, ne, dann brauchen wir hier auch eine kleine Schiffswerft, glaube ich, ne, für die Drohnen und so. Da müssen wir auch mal gucken, was wir hier diesmal alles anbauen. So, oder? Und später können wir da noch ein zweites hinmachen. Da können wir hier ein drittes und ein viertes gegenüber machen. Und hier mittig ganz viele Container. Wobei ich die dann ganz gerne auch absichern würde mit ein paar Verteidigungsplattformen. Müssen wir mal schauen. Wobei ist das rot? Nee, das müsste eigentlich gehen, oder? Ja, nee, hier ist es grün. Wir machen es noch ein Stück rein. So. Und noch ein Stück höher und Mühe. So, oder? Aber sonst sieht es gerade aus. Ja, doch, das sieht gut aus. Wenn irgendwas stört, können wir das ja immer noch ändern. Hier hätte ich auch gern noch eins. Hier hätte ich später gerne mal drei nebeneinander. Wir bauen erstmal eins an, weil meine ganzen Kunden, die müssen ja hier auch andocken können und einkaufen können, wisst ihr? So, dann wäre wichtig, dass wir einen Container haben. Und die könnten wir tatsächlich hier beginnen dran zu bauen. Ja, die haben ja hier auch überall noch Möglichkeiten, um daneben und so Container dran zu machen. Das macht Sinn. So, erstmal das. Oh, das ist jetzt bestimmt schon ganz schön teuer. Ich will es gar nicht wissen. Dann lasst uns mal schauen, wegen der Produktion. Ich baue das jetzt einfach mal mit euch zusammen schnell. Ja, ich finde irgendwie so, der Baumodus ist echt besser geworden, ne? Gerade hier mit diesen, ja, zum, ihr wisst hier, ne? Diese Dinger da, zum Bedienen, die Pfeile und die Kreise. Genau. So, dann machen wir hier noch eins dran. Ja, perfekt. Zu viel dürfen wir noch nicht. Erstmal so, dass wir uns das leisten können. Ich habe mal geschaut, der Bauplan. Ich darf jetzt hier nichts Falsches drücken. Hier, meine Werft, die wir in Staffel 3 gebaut haben, kostet, glaube ich, um die 1,5 Milliarden. Ich sag's nur, Milliarden. Da müssen wir mal schauen, ob wir uns den irgendwann mal hinstellen. Und das nach und nach einfach aufbauen. Immer wenn wir ein bisschen Credits haben, bekommt die Station dann ein bisschen Taschengeld und baut sich so nach und nach auf. Das wäre auch eine Idee. Oder wir bauen es von vorne alles auf.
Ja, das können wir halten wie ein Dachdecker. Da müssen wir schauen, ne? Wie wir das am besten machen. So. Ja, ich könnte mir das auch alles kopieren, aber ich mache das gerne so einzeln. Schaut mal, so sieht es bis jetzt aus. Und hier sind später so ganz viele Sonnensegel dran. Hier hinten können wir, glaube ich, auch noch Sachen dran bauen. Die nutzen wir aber dann für vielleicht irgendwelche anderen Produktionen, die wir brauchen. So, genau. Machen wir es erstmal so. Die kann ich dann später auch doppelstöckig machen. Ach nee, das ist doof mit dem Dings hier. Wenn wir das jetzt hier zum Beispiel. Na, jetzt kann ich es nicht mehr anfassen. Oh je, da geht's schon los. Na, ich habe gerade hier noch den Baumodus gelobt. Und jetzt, ach jetzt, nee, komm her, du. So, okay, schaut mal. Kopiere Modul, das kann ich hier drüber setzen. Und dann können wir das auch doppelstöckig machen, die ganzen Energiezellen. Aber. Wir machen uns erstmal vier Stück, würde ich sagen. Genau, Produktionsmodule und dann die Dinger. So, mach ich die so rum. Lass mal schauen. Mach ich die so rum oder andersrum? Wie sieht das jetzt aus? Ich muss erst mal schauen. Ich weiß noch, beim letzten Hauptquartier habe ich die zum Schluss auch noch mal alle gedreht, weil mir das nicht so richtig gefallen hat. Ich drehe es mal um. In welche Richtung die jetzt geschaut haben, ne? Das sieht man immer erst, wie es cool aussieht, wenn ganz viele dran hängen, finde ich. Irgendwie. Ich lasse mal kurz so rum. Kopiere Modul. So. Ja, dann schauen die alle so lang. Ja, oder? Wir machen es erstmal so. Kopiere Modul. Dann musst du dich auch einmal drehen. Nein, so nicht. Oh, nee. Das kann ich gleich entfernen. Ich nehme eine neue. So, und du? So lang? Nee, du musst auch andersrum, ne? Du musst auch andersrum. So lang. Genau, und eins daneben. Ja, wie gesagt, was mir letztendlich nicht gefällt, ändere ich dann einfach nochmal ab. Das ist ja jetzt nicht so die Welt, gerade noch am Anfang. Ja, schaut mal, ne? Und dann könnte man das Ganze doppelstöckig machen. Meint er, der eine Container reicht erstmal. Auch wir könnten auch hier gleich den einen Hafen noch gleich mitbauen, oder? Ich hoffe, es wird jetzt nicht allzu teuer, sonst müssen wir es halt nochmal ändern. Und ich hoffe, die machen jetzt hier nicht gegenseitig Stress, die Station wegen dem Konstruktionsschiff. Da müssen wir auch schauen. Ja, so erstmal haben wir schon mal vier Module und können dann schon mal ein bisschen Energiezellen verkaufen. Moduländerungen übernehmen. Konstruktionsschiff. Dann schauen wir mal, ob wir hier eins haben. Von den Ahnend. Ich hätte gern das hier. Das ist gerade so schön nah. Sehr schön. Das haben wir uns gleich geschnappt. 6 Millionen kostet das nur? Echt jetzt? Ey, das geht ja. Das geht sogar richtig, richtig gut. Wartet mal, dann baue ich da noch mal kurz. Dann kopieren wir uns das Modul mal schnell. So. Dann baue ich mir hier schon mal ein bisschen was an. Kopiere Modul. So. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sind doch die großen, oder? Hier? Ja, doch, das sind die großen, ne? So, und dann hätte ich gern. Ja, kommt, machen wir hier die Sequenz. Und setzen das drüber. So meinte ich das. Ist das drüber? Perfekt. Und das Ganze machen wir hier auch einmal. Kopiere Sequenz. Und wir setzen das hier auch schon mal drüber. Ach so, Moduländerung übernehmen. Ja, perfekt. Ey, dann haben wir schon 8 Energiezellenproduktionen, oder? Schauen wir hier mal rein. Genau, 8 Stück. Oh, klasse. Wie cool ist das denn? Ja, und hier können wir ja später auch noch ein bisschen Verteidigungssachen dran bauen. Ja, ihr liefert mir jetzt schön die ganzen Sachen, hoffe ich. Das Konstruktionsschiff fängt jetzt hier auch an. Oh, ich hoffe, die streiten sich hier nicht, ne? Ich sag's euch. Lasst uns nochmal kurz reinschauen. Materialien. Energiezellen, Höhlenteile und Nanotronik brauchen wir nur. Und das wird alles geliefert. Ja, ganz schön viel Höhlenteile. Aber, oh, schaut mal, wie viel sich schon anmelden. Perfekt. So muss das sein. Super, ich freue mich. So, da haben wir jetzt noch knapp 20 Millionen. Ich dachte echt, das kostet mehr, aber umso besser. Wir werden das natürlich hier in dieser Folge nicht mehr schaffen. Ich hoffe, dass ich das zur nächsten Folge fertig bekomme.
Und dann können wir schon mal sehen, wie viel Einnahmen das Ganze hier generiert mit 8 Energiezellenproduktion. Ja, oh, schaut mal, 503.000 vom Handel ausstehend, eine halbe Million. Das klappt echt gut. Damit bin ich wirklich zufrieden, wie das momentan läuft. Lasst uns mal jetzt hier die Mission weitermachen. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge mit den Boronen verhandelt, dass wir hier unsere Expedition fortführen können. Und wir haben als Geschenk noch bekommen hier so ein Schiff, Mako, und da sollen wir an Bord gehen. Wir sind allerdings gerade nicht mehr in der Nähe. Wir setzen das mal kurz auf aktiv. So. Ach so, wartet mal, ich steige mal in mein Schiff ein. Ja, ich stehe hier auch noch in zweiter Kontakt. Wir teleportieren uns mal schnell hin. Da müsste ich sowieso jetzt erst hinfliegen. Ich glaube, das Schiff, da wir das nicht in der Liste haben, ist das hier nur angedockt. Ja, das ist hier noch angedockt. Da haben wir ja nicht weitergemacht. Apropos, schaut mal hier. Ich habe hier noch ein Tor entdeckt. Ich habe hier mal einen Entdecker hergeschickt. Wollen wir da mal noch schnell durchfliegen? Wer sich hier an die letzte Folge erinnern kann, wir sind ja hier reingeflogen, Heimat der Dunkelheit, und da ist unser Schiff direkt kaputt gegangen, ne? Ja, weil da ist irgendwie eine Strahlung in dem Sektor. Wir wagen es uns jetzt einfach, oder? Wir fliegen jetzt einfach mal hier durch und schauen, was da kommt. Na, wo fliegst du hin? Oh, cool. Meer der Fantasie. Okay. Gut, dann lassen wir den mal erkunden. Der sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Schauen trotzdem mal hier lieber rein. Oh, das sieht ja auch schon wieder so aus, ne? Ach herrje, Umgebung, offener Raum. Schwefel, vulkanisch. Na super. Sonst ist hier nichts. 12% Sonnenlicht, keine Ressourcen. Ah, echt die Frage, ne? Irgendwann lese ich mir das ja auch alles mal durch. Okay. Bis jetzt geht's dem aber gut. Anscheinend ist ja nicht so gefährlich. Okay, mal schauen, was wir da entdecken können. Bin ich gespannt. Ich würde sagen, ich fliege jetzt erstmal hier hin, kletter hier wieder auf das Schiff und dann steigen wir in das Mako-Schiff ein. So, wir sind da. Allerdings wurden zwei Schiffe gerade zerstört von mir, und zwar die Containersammler in zweiter Kontakt. Ich glaube, ich werde hier auch dann Nemesis-Schiffe einrichten. Genau, das ist meine Schizophone. Ihr seht, hier brechen immer Zähne und Dorsch. Da sollten wir vielleicht auch Nemesis-Schiffe für kaufen, ne? Werde ich, denke ich mal, dann außerhalb der Folge machen und die dann einsetzen. Okay, jetzt aber hier zur Mission. Wir sollen an Bord gehen. Und hier müssen wir zum Dockbereich. Obwohl, ein bisschen haben sie jetzt durchgehalten. Die waren ja recht preiswert. Ja, ich muss mal schauen. Aber die haben halt kaum Hülle und Schild. Genau, das Schiff ist jetzt hier meins, oder wie? Dann gehen wir mal an Bord. Sagt mal, wo ist denn hier bitte die Leiter? Marco. Ach so, benutzen, okay. Sehr schön. Ach, Wir cool. müssen die ruhenden Tore untersuchen, um den nächsten Schritt unserer Expedition zu gestalten. Mir ist das Tor in Meer der Fantasie bereits bekannt. Wenn du mir die nötige Ausrüstung zur Verfügung stellst und mir ein paar Hinweise gibst, was genau ich tun soll, wäre es mir eine große Freude, dir zu helfen. Okay. Ausgezeichnet. Das Bündnis wird karge Küste untersuchen. Bleibt nur noch die Frage nach dem letzten Sprungtor, dessen Lage etwas prekär ist. Entdeckerin, Sie kennen Heimat der Dunkelheit. Soweit ich weiß, waren Sie schon einmal dort. Ach Es ja, scheint, dass Sie für diese Aufgabe am besten geeignet sind. Okay, also wir sollen das Tor in Heimat der Dunkelheit finden, im Prinzip. All die Male, in denen ich davon träumte, mit meinen boronischen Artgenossen wieder vereint zu werden, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, sie in solch dürftigen Lebensumständen zu sehen. Ich weiß, dass das Bündnis Kommunikationen von Königsthal erhalten hat, aber diese wurden schon vor Jahrzehnten abgeschickt. Hoffentlich ist es Ihnen hier besser ergangen als den Boronen. Ich bin gespannt auf den Inhalt Ihrer Nachricht. Wie viel genau von Ihren vorläufigen Erkenntnissen haben Sie wohl mit Ihren Kollegen vom Bündnis geteilt? Wenn wir erst einmal Zugang zu den Daten der beiden Sprungtore haben, will das Bündnis vielleicht wirklich auch von unserer Seite aus Experimente durchführen. Der Versuch, Sprungtore zu manipulieren, wäre ein unglaublich aufwendiges Unterfangen.
Dennoch scheint es, als sei Numan Karet sehr zielstrebig bei dem ganzen Vorhaben. Können Sie sich die Möglichkeiten vorstellen, die sich uns eröffnen würden, wenn wir diese Sprungtore nach Belieben manipulieren könnten? Dank der neu eröffneten Handelswege haben wir den Wiederaufbau unserer Werft eingeleitet. Sie sind selbstverständlich herzlich eingeladen, uns bei unserem Unterfangen zur Seite zu stehen. Ihre Bemühungen werden natürlich lukrativ vergütet werden. Ah, wie cool. Also, jetzt erstmal durchsehen, passt auf. Wir sollen tatsächlich hier rein. Und ihr wisst, was mit unserem Entdecker in der letzten Folge passiert ist? Der war kaputt. Und ich nehme mal an, dieses Schiff hier, was auch keinen Kapitän hat. Wir schauen einfach mal kurz rein, ob wir es hier irgendwo sehen. Informationen. Sehen wir hier das Schild zufällig? 1019. Ich glaube, da brauche ich nicht mal meinen großen Zeh reinsetzen. Das wird uns wegbrutzeln. Ist die Frage, ob wir mit der Nemesis durchfliegen können? Wir probieren es das. Ist mir das dann zu waghalsig? Wisst ihr, wen ich da nehme? Die Osaka oder die Erdkönig? Ja, da werden wir sehen. Wir schauen. Aber ich schaue erst gleich mal mit der Nemesis durch. So, passt auf. Dann hat der gesagt, die bauen ihre Schiffswerft wieder auf. Die hatte ich hier entdeckt. Wo war die? Werft. Muss schnell schauen. Die hatten doch hier irgendwo... Hier, schaut mal. Das sieht aus wie eine Verteidigungsstation, aber die bauen anscheinend hier ihre Werft auf. Hier ist auch ein Konstruktionsschiff von den Argonen. Die haben sich das anscheinend angeheuert. Wie cool ist denn das bitte? Oh, klasse. Das gefällt mir. Hier, denn das Raumdock, hier vielleicht die Werft. Ja, wenn wir da helfen können, ist gut. Muss ich das Schiff jetzt nehmen, ist die Frage. Eigentlich ja nicht, oder? Den Weg bahnen. Finde inaktive Sprungtor. Ich nehme einfach meine Nemesis. Wir probieren es. Das Schiff kann ja da noch drauf bleiben. Falls wir es brauchen, dann können wir uns dann hin teleportieren. Aber ich nehme die Nemesis. Teleportiere zu. Ich bin an meinem zugewiesenen inaktiven Sprungtor angekommen. Okay. Ich werde sofort mit den Ablesungen beginnen. Okay, sie hilft uns im Prinzip jetzt. Dann fliegen wir mal hin. Autopilot eingeschaltet. Ich hoffe, dass unsere Nemesis das jetzt aushält. Hier müssen wir hin ungefähr. So, da fliegen wir durch. Wir haben auf jeden Fall Terraner-Schilde. Erreiche System. Heimat der Dunkelheit. Oh, krass. Heimat der Dunkelheit. Okay. Unseren Archiven zufolge gab es etwa hier im Sprungtor-Netzwerk einst eine Xenon-Präsenz. Ich frage mich, was aus ihnen geworden ist. Ja, ich will es gar nicht wissen, was aus denen geworden ist. Dann haben wir ja Glück, dass unsere Systeme nicht direkt mit einer Xenon-Hochburg verbunden waren. Okay, klingt gut. Angesichts des Zustands unseres Militärs hätten wir auf keinen Fall überlebt. Versuchen Sie nun, das inaktive Sprungtor in diesem System zu lokalisieren. Aber sei vorsichtig. Sei sehr vorsichtig beim Navigieren. Wir müssen unser Wort halten und die Kaak meiden. Du musst dich auch vor den anderen Gefahren in dem Gebiet in Acht nehmen. Ich würde empfehlen, dass du dich dicht an den Asteroiden hältst. Sie scheinen ein hervorragender Indikator dafür zu sein, wo dein Schiff keinen Schaden erleiden wird. Ah, okay. Oh, so eine Blitze. Seht ihr das? Oh, wie cool sieht denn das hier aus? Ich muss mal ganz schnell schauen. Dicht an den Asteroiden... Ah, okay. Da haben wir solche Einschläge. Gut. Okay. So, lass uns mal kurz auf die Map schauen. Wir sind jetzt schon hier. Wir machen mal einen Scan. Hier sind wir ja ziemlich sicher gerade. Oh, wie toll sieht das bitte aus. Mir gefällt das gerade schon wieder. Ich schaue erst mal so, ob ich ein Tor sehe. Irgendeins. Aber ich denke mal, wir, da ist doch, oder? Nee, von da kam. Sprungtor. Ja, großes Treff. So einfach machen die uns das nicht. Oh, sieht das nicht irgendwie toll aus? So, wir machen Scan. Da vorne sehe ich auch irgendwas. Ja, seht ihr?
Oh, krass. So, hier ist ein Fragezeichen. Unbekannte Station. Okay, das könnte auch von den Karg sein. Da sind wir auch nicht so dicht dran. Wir fliegen mal hier weiter, oder? Ich würde sagen, wir fliegen erstmal hier weiter in die Richtung. Autopilot eingeschaltet. Ja, doch, da hinten ist definitiv was. Seht ihr das? Das könnte es sein. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Schaut mal, da wird es uns markiert. Da haben wir ein Sprungtor. Unbekanntes Objekt. Da waren wir ordentlich durchgebrutzelt gerade. Da ist es. Nähern Sie sich der Gondel des Sprungtors. Okay. Versuchen Sie eine Messung zu bekommen. Oh, spannend. Ich hätte vielleicht doch das Erlkönigsschiff nehmen sollen, super. Leerer Raum. Aber ich denke mal, das wäre am Ende vielleicht genauso runtergegangen. Missionsabhängig, oder? Könnte ich mir vorstellen. Sprungtor. Aber wir generieren ja gerade wieder ein bisschen Schild. So, das sollen wir scannen, genau. Oh je, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Oh je. Okay. So, reicht dir das schon? Nee, anscheinend noch nicht. Da unten soll man scannen. Zwei Gondelpaare. Sie dienen okay. Unter anderem als Zwischenspeicher für Betriebsdaten. Wir sind immer noch nicht sehr vertraut mit dieser Technologie oder damit, wer sie entwickelt hat. Aber dank jüngster wissenschaftlicher Fortschritte können wir uns einen Reim aus einigen der Daten machen, die wir abrufen können. Es scheint offensichtlich, dass einige der Daten wohl die Koordinaten anderer Sprungtore darstellen. Ob das bedeutet, dass diese Tore in ferner Vergangenheit miteinander verbunden waren, ist reine Spekulation. Vielleicht hatten die Erbauer uns unbekannte Gründe dafür, dass bestimmte Sprungtore eine besondere Kompatibilität aufwiesen. Die große Mehrheit der Daten in diesen Caches bleibt für uns alle ein leidiges Rätsel. Oh, ganz toll. Ja, der greift uns ja an, ne? Was soll ich machen? Der greift uns an. Also. Wir haben alles von dieser Gondel erfasst, auf das wir Zugriff haben. Okay. Geben Sie sich nun zu der auf der die gegenüberliegenden Seite. Okay, mache ich. Ja, der hat uns angegriffen, habt ihr gesehen, ne? Oh, ich finde die Mission echt toll. Spannend. Und den Sektor finde ich ja auch schön. Manche dieser Daten sehen recht vielversprechend aus. Ich bin gerade dabei, all dies an unser Wissenschaftsteam weiterzuleiten. So, der scannt jetzt immer noch. Entschlüsselungsversuch, okay. Fehlgeschlagen, na toll. Teilweise Fehlschlag, Abbruch. Oh je,
Ich empfange eine besorgniserregende Fluktuation in den Energiesignaturen. Okay. Das bedeutet? Es scheint, dass unsere Aktivitäten die Aufmerksamkeit der Strecken erweckt haben. Jäger. Überlebe. Es war ja klar, na, dass die kommen, die Lümmel. Ja, die mag ich ja gar nicht. Jäger. Oh, ich sag's euch, nächstes Mal nehme ich die DR-König mit. Jäger. 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 So, na komm. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Cool. Sie haben tapfer gekämpft, Entdeckerin. Ich weiß. Ja, es war beeindruckend, wie du dein Können unter Beweis gestellt hast. Ich hoffe nur, dass diese Aufregung nicht zu einer schwerwiegenderen und unerwünschten Reaktion führt. Ich hoffe auch, ne? Unser Wissenschaftsteam hat sich die Daten angesehen, die Nilati aus dem Cache holen konnte. Wir haben die Untersuchung des Caches von Heimat der Dunkelheit zwar noch nicht abgeschlossen, aber er ist recht offensichtlich das vielversprechendste der Sprungtore. Trotz der zusätzlichen Herausforderungen in Form der Karg. Gefährlicher, vielleicht. Aber ich fürchte, dass es auch in Meer der Fantasie nicht gut läuft. Der Planet des Systems ist verwüstet und völlig unbewohnbar. Vielleicht können die Provinzen, sobald sie ihre Wirtschaft wieder aufgebaut haben, ein wenig Terraforming betreiben. Im Moment jedoch braucht diese Expedition sie, um eine sichere Passage für eine größere Flotte zu kartieren, die durch Heimat der Dunkelheit navigieren soll. Sie können Navigationsbarken verwenden, um eine geeignete Route zu ermitteln. Halten Sie sich aber von den Karak-Installationen fern. Und auch von den anderen gefährlichen Regionen. Selbstverständlich. Zögern Sie nicht, Ihre Karte zu konsultieren, um einen besseren Überblick über die anstehende Aufgabe zu erhalten. Okay. Mehr der Fantasie, das haben wir ja aufgedeckt. Und hier sieht man schon so ein bisschen inaktive Sprungtor. Ja, cool. Also Dorsch können wir hier jetzt noch nicht. Soll ich jetzt hier eine Navigationsbarke hinlegen? Ach so, wir sind jetzt hier. Ja, echt, ne? Wir sollen ja Wege zwischen den Sprungtoren finden. Hat ja zumindest eben gerade gesagt. Wir schauen nochmal rein. Stelle auf, Navigationsbarken zum Markieren eines sicheren Weges. Zwischen den Sprungtoren. Ach so. Wo wir keinen Schaden bekommen, oder wie? Schauen wir erstmal schnell, ob wir hier eine haben. Ich glaube, Aufstellen zivil, Navigationsbarke, ja, hier. So, ich werde mal eben schnell speichern, mal zwischendrin. Wissen Sie, die Gemeinschaft der Planeten dachte lange Zeit, die Karak seien durch ihre gemeinsamen Bemühungen ausgerottet worden. Die jüngsten Angriffe auf einzelne Schürfer und nun auch dies. All das zeugt davon, dass dieser Gedanke zu optimistisch war. So, okay. Eine Barke haben wir ja schon ausgelegt. Und wir haben noch 9 einstecken. Ich hoffe, das reicht, weil hier wird uns nicht eine bestimmte Menge vorgegeben, die wir auslegen müssen. Wir müssen mal schauen, wie wir das Ganze jetzt machen. Ihr habt ja gesehen am Anfang, wo ich hier durchgeflogen bin, das war definitiv falsch. Da haben wir so viel Schaden bekommen. Da sind wir hier anscheinend durch die grauen Flächen geflogen. Denn uns wurde ja gesagt, wir sollen uns an die Asteroiden orientieren bzw. halten, weil die schützen uns. Genau. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das hier alles die roten Flächen sind. Das müssten eigentlich hier Asteroiden sein. Und wenn wir mal schauen, schaut mal hier unten am Tor. Hier führen überall die roten Flächen lang. Seht ihr das? Bis hier so. Und von hier nach hier, da könnte ich mir echt vorstellen, dass wir hier irgendwie uns den Weg sozusagen bilden müssen. Und so mache ich das jetzt auch einfach. Ich würde sagen, wir legen hier entlang die Navigationsbarken aus und probieren das Ganze erstmal so. Ja. Wie gesagt, 9 Stück haben wir, eine Anzahl haben wir ja nicht vorgegeben. Wir können ja mal schnell schauen. Wir sollten ja rein theoretischerweise eigentlich das Schiff hier nehmen. Ich schau mal eben nach, Informationen, ob wir das hier sehen. Na?
Wirst du mir wohl deine Informationen geben? Ausrüstung. Der hat 15 einstecken. Das ist jetzt die Frage, ob wir so ganz viele auslegen müssen oder ob das hier grob reicht. Ach komm, wir probieren das einfach aus, sonst holen wir noch ein paar Barken. Wir sollen ja einen sicheren Weg leiten, na? Da können wir ja nicht nur 3 Barken auslegen. Ein Weg nach vorne. Ich schaue nochmal ins Briefing. Nee, da steht da wirklich nicht, wie viel wir auslegen müssen mindestens. Einfach nur Stelle auf. Okay, gut. Kommt, wir probieren das jetzt aus. Also ich halte mich jetzt hier an die roten Flächen. Hier geht so ein Knick. Also würde ich die erste Barke hier so auslegen. Obwohl das schon sehr nah ist, oder? Leerer Raum. Könnte ich mir vorstellen? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, können sich unsere eigenen Schiffe an diese Navigationsbarken orientieren? Weil ihr wisst ja, was mit meinem Entdecker passiert ist. So, wir bekommen keinen Schaden. Das ist schon mal gut. Ja, kommt, wir legen die hier so aus. Huch, da wollte ich nicht rein. So, aufstellen, Navigationsbarke. Dann schauen wir mal. Jetzt zeigt er hier runter, aber hier oben ist es jetzt nicht mehr markiert. Hat das was zu bedeuten? Och, Menno ist jetzt die Frage, ne? Und dann würde ich... Hier lang könnte man vielleicht auch fliegen, aber hier haben wir schon so viel vorgegeben. Ja, dann hier weiter, oder? Bis hierhin so ungefähr, könnte ich mir vorstellen. So. In erster Linie machen wir das ja für das Expeditionsteam, damit die den Weg finden. Ich könnte natürlich, wenn die Barken nicht ausreichen, versuchen, das kleine Schiff hierher zu lotsen über die roten Flächen. Ja, wir bekommen hier nämlich echt keinen Schaden. Das sieht schon mal gut aus. So, wir sind jetzt hier. Zumindest wird uns auch immer der Text angezeigt, wenn wir anhalten. Ich würde hier eine auslegen. Mal schauen, was er dazu sagt. Die 2 werden auch nicht mehr markiert, einfach nur hier nach unten. Ja, hier müssen wir aufpassen, wo es hier weitergeht. Hier wird's lila. Ich fliege jetzt erstmal bis hier so hin. Wir müssen halt bloß aufpassen, dass wir keinen Schaden bekommen. Ja, hier würde ich es hinlegen. Es kann natürlich sein, dass die nicht ausreichen bis unten. Sonst müssen wir die weiter auseinanderlegen. So, markierst du mir wieder was? Markiert er mir gar nichts mehr. Oh, okay. Was ist denn das hier? Der hat gerade was gesagt. Habt ihr gesehen? Wartet mal, ist meine Barke jetzt kaputt? Tatsache. Wir fliegen mal hier hin. Das war meine Barke, kann das sein? Die ist jetzt kaputt gegangen. Okay, wir sollen es mit einer anderen Position versuchen. Oh, schön, wir bekommen sogar Hinweise. Gut, ich fliege mal hier so hin. Ja, da werden wir durch das Graue fliegen gerade, ne? Durch so ein ganz kleines Kästel. Das stört anscheinend. So. Wie sieht's hier aus? Und dann hier so durch? Wärst du damit einverstanden? Wir probieren das jetzt einfach aus. Ich lege die jetzt hier hin. Jetzt haben wir natürlich eine Barke verloren. Das wird nie im Leben reichen. Wir haben 6 Stück. So, schauen wir mal hier.
Ja, der markiert immer nur die eine. Ist echt die Frage, ob das richtig ist. Und dann würde ich jetzt einfach mal hier so in die Richtung fliegen. Ja, fliegen wir dahin. Also wir hätten die jetzt rein theoretischerweise eben hier abgelegt, aber das hat den echt gestört, weil hier zu unsicher dann ist, oder? Könnte ich mir vorstellen. Gut, dann weiter. So, also das kleine Stückchen hat uns ja auch nicht gestört. Das hat funktioniert. Dann legen wir mal wieder aus. Ja, vielleicht ist das auch richtig, dass immer nur eine Barke markiert wird. Hoffe ich zumindest. So, dann geht es hier so weiter. Dann würde ich jetzt hier in den Bereich fliegen. Ja, das kann man anscheinend echt nur so engmaschig machen. Hier müssen wir aufpassen. Wartet mal, ich versetze die Position nochmal. Ja, so machen wir es, oder? Genau. So, ich würde hier jetzt die nächste Barke aufstellen. Wobei ich fliege, glaube ich, noch ein kleines Stück. Ja, ein kleines Stück noch nach hier. Ja, hier sieht es besser aus. Okay. Gut. Hier stellen wir die nächste auf. Das wird nicht reichen. Also entweder ich fliege noch mal schnell raus und hole mir ein paar Barken, oder wir versuchen, das kleine Schiff hier hochzufliegen. Das war ja nur ein S-Schiff, oder? Gute Frage. So, dann würde ich jetzt hierhin fliegen. Ich denke mal, das führt uns dann hier runter. So, fliegen wir jetzt hier hin. So, dann haben wir hier eine Markierung. Asteroid. Das sieht aus wie vom Datentresor, so eine Markierung. Ja, dann würde ich hier eine setzen und dann geht es hier runter weiter. Oh, ich hoffe, das mache ich richtig. So, schauen wir mal. Okay, was war das jetzt? So, jetzt markiert er uns das wieder nicht auf aktiv setzen. Der macht echt immer nur die eine Markierung nur noch, ne? Ich hoffe wirklich, dass wir das richtig machen. Vielleicht hätte das auch gereicht, wenn wir jetzt einfach hier eine gesetzt hätten. Hier eine, dann hier eine. Also so weit auseinander, wisst ihr, wie ich meine? So, ich fliege dann erstmal so bis, ja, hier hin. Weil wir müssen erstmal schauen, dass hier wirklich rote Flächen weitergehen. Okay, dann hier die nächste. Und dann haben wir jetzt nur noch eine einzige. Das ist doof. Ja, aber das funktioniert. Ich will hier eigentlich nicht weg mit meinem Schiff. Okay. Dann machen wir ungefähr hier so, oder? So war immer jetzt der Abstand, wie wir es ausgelegt haben. Da legen wir erstmal die noch aus und dann müssen wir schauen, was wir machen. So, also hier jetzt eine hin. Jetzt ist es ja echt nicht mehr weit. Ich überlege, ob wir das Schiff einfach hierher holen. So. Ja. Nee, jetzt markiert er die beiden so komisch. Wieso macht er das jetzt? Jetzt haben wir hier einen Kreis. Haut das nicht hin so richtig? Oder wir müssen die noch ein Stück wieder zurückpacken oder noch ein Stück rein? Oder das jetzt nochmal? Ich sammle die nochmal kurz auf. Deaktivieren. Weil das hat nur jetzt die ganze Zeit nicht, ne? Wir sammeln die nochmal ein. Da ist sie. So. Entweder packen wir die noch ein Stück runter. Wie weit war die jetzt weg? Muss ganz schnell mal schauen. Navigationsbarke. 31 Kilometer. Nee, so haben wir die ganze Zeit irgendwie gesetzt, ne? So um die 30 Kilometer. Ich setze die mal ein Stück hier runter. Kleines Müh. Ja, keine Ahnung, ob ich das richtig mache, ihr Leerer Lieben. Raum.
Ich mache das lieber so vorsichtig und markiere mir das alles. Sonst würde ich wieder sonst wohin fliegen. Wir setzen die jetzt mal hier hin. So. Aufstellen. Navigationsbarke. Und dann mal schauen. Jetzt wird es wieder nicht auf aktiv gesetzt. Nee, jetzt macht er daraus zwei Kreise. Und hier ist jetzt ein Ausrufezeichen dran. Seht ihr das? Hier an den ganzen Barken ist kein Ausrufezeichen, außer hier jetzt. Ist die jetzt falsch? Wieso schwabbelt das jetzt hier rum? So, ich deaktiviere nochmal, markiere mir die und sammle die wieder ein und gehe noch ein Stück zurück wieder. Ich lege die näher an die andere ran. Vielleicht haut das deswegen nicht hin. Wir legen die hier so hin, wartet. Nee, lieber hier so. So, probieren wir es. Das stört mich jetzt. Die ganze Zeit sind die Kreise weg. Und jetzt auf einmal wird uns das so komisch markiert. Wenn das Ganze funktioniert, zeige ich euch am Ende auch nochmal, wo meine Barken liegen. Vielleicht bringt euch das ja was. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das hier richtig gemacht habe. Oder ob man das hätte auch anders machen können. Aber ich wäre hier, glaube ich, nicht mit dem kleinen Schiff reingeflogen. Ihr habt ja gesehen. Die Nemesis hat viel mehr Schild. So. Hier hinsetzen. Und jetzt mal schauen. Jetzt macht er wieder gar nichts, oder? Ach doch, jetzt zeigt das wieder so an. Also hat das was damit zu tun, dass es immer nur einen Weg dann hier zum Tor anzeigen darf? Seht ihr, jetzt zeigt es wieder so an, wie es die ganze Zeit jetzt hier bei uns das angezeigt hat. Das ist cool. Was nicht cool ist, dass wir keine Barken mehr haben. Ich speichere mal kurz. So, ich habe mir das kleine Schiff jetzt hier hochfliegen lassen durch den sicheren Bereich, also hier durch den roten Bereich. Und ja, das hat ab und an mal hier so einen Blitz abbekommen, aber das tötet den zum Glück nicht. Ich habe hier probiert, die Barken mir mit Waren transferieren, hier über das Menü zu geben, aber das hat er nicht gemacht. Genau, das heißt, wir müssen das jetzt selber fliegen. Teleportiere zu. Wir müssen natürlich auch auf unsere Nemesis aufpassen, weil die hat so einen super guten Piloten drauf. Dass wir die auch mal Stück für Stück runterschicken. Ich glaube, das mache ich schon mal direkt. Dass die so hier vor uns schon mal ein bisschen fliegt. So, hinfliegen und warten. Und wir werden jetzt die nächste Barke auslegen. Und zwar mit dem kleinen Schiff. Da haben wir dann wieder genügend. Ich würde sagen, ja, hier so. Machen wir es hier so. Marco. So, dann lass mich mal bitte hin. Hallo. Hallo. Eigentlich solltest du mir ja die Navigationsbarken geben. Hast du nicht gemacht, du Lümmel. So, unsere Nemesis steht sicher. Und dann legen wir hier die nächste Barke aus. Das haben wir ja wieder genügend. Und, funktioniert's? Ja. Gut, dann geht's weiter. Ich würde sagen, hier so. Ja, ich denke mal, so zwei, drei Stück müssen wir noch auslegen. Dann haben wir's, denke ich. Ich hoffe es zumindest. So, hier würde ich dann die nächste Barke auslegen. Und das hat auch funktioniert. Gut, dann fliege ich jetzt ungefähr hier runter. Ja, hier machen wir die nächste. So, jetzt sind wir hier. Navigationsbarke. Hm, das sieht ein bisschen weiter aus, ja, der Abstand, oder? Oh. Es scheint, als hätten sie eine Route gefunden. Okay, gut perfekt. Gemacht, Entdeckerin. An alle, vorwärts. Die Expedition wird nun einen wissenschaftlichen Außenposten einrichten. Dies könnte der Beginn einer äußerst fruchtbaren Phase auf unserer gemeinsamen Reise sein.
Einen Außenposten, oh cool, und Ansehen gewonnen. Mission abgeschlossen. Oh, kann das sein, dass wir eine Beförderung jetzt drin haben? Ja. Bündnis der Worte, Rang 10. Oh, schaut mal bitte. So, ich zeige euch jetzt hier nochmal, wie ich die Barken ausgelegt habe. Schaut mal, die sind hier lila geworden. Aber ich habe hier angefangen. Dann hier lang. Hier so lang. Und hier runter. Meine letzte Barke liegt im Prinzip hier. Die Frage ist allerdings, ob man hätte so viele auslegen müssen. Aber jetzt hat er erst die Mission abgeschlossen. Also nehme ich mal an schon. Obwohl hier noch zwei grün sind. Nun gut, ich finde es aber klasse. Das hat funktioniert. Ich würde jetzt erstmal hier die beiden Schiffe rausbringen. Und dann können wir uns ja noch überlegen, ob wir uns noch befördern lassen. Eine Sache noch, wir haben jetzt derzeit keine neue Mission bekommen, außer die Beförderung. Aber das Expeditionsteam möchte ja hier einen wissenschaftlichen Außenposten errichten. Kann natürlich sein, dass die jetzt erstmal hier reinfliegen und unseren, ja, Barken folgen, ne? Schon irgendwie cool. Ja, schaut mal, da vorne kommen sie alle, oder? Minotauros, Wegefinder. Ja, das sind sie. Die fliegen jetzt hier tatsächlich rein. Oh, wie cool ist das denn bitte? Großes Riff. So, ich bringe jetzt das kleine Schiff raus und die Nemesis erstmal. Wir haben eine Sicherheitsbereich um das inaktive Sprungtor eingerichtet. Jetzt beginnen wir mit dem Bau eines Außenpostens. Erhoffen Sie sich vorerst nicht zu viel. Die Experimente werden bald beginnen, aber die Sprungtortechnologie ist sehr fremdartig und höchst unbeständig. Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob wir jemals erfolgreich eine Verbindung erzwingen können, insbesondere ohne Echtzeitkoordination mit unseren Kollegen von Königsthal. Dennoch haben wir mit diesem Sprungtor einen idealen Kandidaten für Experimente. Das Bündnis der Worte ist unseren Cousins in Königsthal gegenüber verpflichtet, sein Bestes zu geben. Diese technischen Wunderwerke haben sich unserem Verständnis bisher entzogen. Irgendwas an der Schnittstelle ist eigensinnig, unerreichbar geblieben. Der letzte Funke. Auf jeden Fall, Entdeckerin, herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihre Aufgabe erfüllt. Und zwar untadelig. Wir werden Sie in den kommenden Jahren über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten. Und wenn das Schicksal es so will, werden Sie vielleicht eines Tages Ihren Namen in den Annalen der großen Entdecker und Wissenschaftler finden. In den kommenden Jahren wird er uns auf den Laufenden halten? Oh je. Aber der hat nochmal mit uns gesprochen und immer noch keine Mission drin. Okay. Gut. Also ich fliege jetzt mal hier zur Beförderung. Das möchte ich nämlich ganz gerne noch schnell machen. Wir müssen hier hin und da müssen wir den Weg erst suchen. Assistentin, Sie müssen meine Abwesenheit bei Ihren jüngsten Erkundungen entschuldigen. Es ist nur, ich war recht vertieft in meine eigenen Beobachtungen. Was sagte Numan Karet? Bis wann will das Bündnis der Worte seine Experimente abschließen? Naja, der Expeditionsleiter hat angedeutet, dass er uns in den nächsten Jahren auf dem Laufenden halten wird. Was? Jahre, sagten Sie? Das ist... Oje, das ist ziemlich enttäuschend. Ich hatte gehofft, sofort zu Ihren Experimenten beitragen zu können. Nun, da Sie ohnehin Aufgaben im boronischen Raum erledigen, würden Sie mir vielleicht bei meinen persönlichen Nachforschungen behilflich sein? Seit meine Tentakel zum ersten Mal die wissenschaftlichen Geräte in dieser Forschungseinrichtung erfassten, bin ich vom großen Riffnebel völlig fasziniert. Wissen Sie, ich habe mehrere Neutronensterne identifiziert. Magnetare in der Tat, die auf seltsam spezifische Weise pulsieren. Einer könnte eine Anomalie sein. Zwei könnten ein Zufall sein. Aber ich habe bereits einen möglichen Dritten identifiziert. Ich brauche sie, um meine Beobachtungen zu überprüfen. Unabhängig. Zu diesem Zweck habe ich eine Liste von Positionen in großes Riff zusammengestellt, die Sie für mich aufsuchen müssen. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich etwas erregbar erscheine. Es besteht die Möglichkeit, dass dies auf eine Entdeckung von unermesslicher Bedeutung hinweisen könnte. Usutar hat mich über deine spannenden Pläne informiert. Ich möchte dich begleiten. Ehrlich gesagt, ich akzeptiere kein Nein als Antwort.
Das Bündnis steckt mitten in den Vorbereitungen. Ich muss sagen, die Flut an wissenschaftlichem Jargon lässt mich kalt. Ich ziehe Taten vor. So, okay, jetzt haben wir doch eine Mission bekommen, aber wir müssen uns die erstmal auf inaktiv stellen. Astronomische Beobachtungen. Bosus Seelenfrieden. Okay, potenzielles Gebiet von Interesse. Da schauen wir dann mal in der nächsten Folge rein. Wir machen das aber erstmal auf inaktiv und schalten uns die Beförderung erstmal wieder auf aktiv. Oh, ich finde es echt mega interessant und spannend, die Mission, ehrlich. Und die Lila T, die möchte uns dann begleiten anscheinend. Sie gehören zu den wenigen Wesen, die über die nötige Klarheit des Verstandes verfügen, um zu verstehen, worum es bei unseren edlen Zielen geht. Einmal mehr noch möchten wir uns für Ihre Anstrengungen bedanken. Wir freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich wünsche eine gute Reise. So, da sind wir befördert. Das ist hier übrigens im Sektor Heiliges Relikt. Und hier bei der Werft. Hier habe ich die dann gefunden. Ne? Wir sollten ja hier dann nach dem Weg suchen. Und ich habe hier dann einfach nach dem Tor gesucht und bin hier reingeflogen und... Da ist die Werft. Hier werde ich mir, denke ich mal, noch einen Satellit setzen, weil wir lassen uns hier bestimmt bald nochmal befördern, gerade durch die Mission. Ja, ich bin gespannt, was die Expedition hier dann macht in Heimat der Dunkelheit. Die wollten ja hier eine Station aufbauen, beziehungsweise einen Außenposten. Eigentlich hier, vielleicht setze ich hier auch noch ein paar erweiterte Satelliten hin. Da werde ich dann hier nochmal durchfliegen. Und in der nächsten Folge müssen wir dann dem Bosotar helfen, ne? Da bin ich auch schon mega gespannt drauf. Lasst uns nochmal ganz schnell zum Hauptquartier schauen. Ja, hier hatte ich ja ein paar Drohnen bestellt und einen Auftrag gegeben, weil das halt hier schon Schaden hatte. Da wird auch schon ein bisschen was geliefert. Und der Bau sieht zurzeit so aus. Och, da ist doch einiges schon fertig geworden. Sehr schön. Perfekt. Ja, das sollten wir auf jeden Fall zur nächsten Folge schaffen. Der Container ist auch schon fertig und jetzt werden die Energiezellen gebaut und noch ein bisschen Kleinkrams. Das passt alles. Super gut, freue ich mich drüber. Und in der ganzen Zwischenzeit haben wir auch schon 6 Millionen wieder generiert. Oh, klasse. 380.000 ausstehend. Ja, haben wir einiges geschafft in dieser Folge, ihr Lieben. Ich hoffe, dass euch diese Folge hier gefallen hat und ihr in der nächsten wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüssi.